Einen schönen guten Morgen. Es ist 8.17 Uhr. Wir starten heute mit einer kleinen Radtour an der Elbe entlang von Bad Schwartau erstmal Richtung dem Quadraten. Und was so dazwischen durchkommt und was wir uns anschauen, überlassen wir heute mehr oder weniger den Zufall. Also, bis gleich. Also hier entlang dieses Radweges oder Elberadweg hat man immer einen schönen Blick auf den Königstein, der jetzt schon nach wenigen Minuten von Bad Schandau aus zum Greifen nahe ist. So rein optisch. Ansonsten lässt der Weg sich hier echt angenehm fahren. Wir sind jetzt rechts von der Elbe in Flussrichtung unterwegs. Jetzt wird's richtig schön. Alte Sandsteinmauern, Wald und 6 km/h. Kleinste Gang. Aber wie gesagt, wunderschön. Und hier kommt schon das Ortsschild Königstein. Eine tolle, rasante Bergauf-Bergabfahrt hier durch den Wald. War echt klasse. So, jetzt hier in Königstein ist ja auch dieser Campingplatz an der Elbe direkt. Aber wie ihr sehen könnt, hier die Zeltfläche. Das ist recht großzügig so vom Platz her. Aber wenn man darüber schaut Richtung Caravan- und Wohnmobilplatz, ist doch schon sehr eng alles. Und das ist nach rechts noch schlimmer. Also nichts, wo wir uns wirklich wohlfühlen würden, glaube ich. Und da es hier auch nicht nötig ist, auf den Campingplatz zu gehen, werden wir weiter freistehen. Übrigens auch immer noch dort an der Elbe. Wir waren zwischendurch jetzt mal einen Tag im Wald, auf so einem kostenlosen Parkplatz, auch sehr schön. Da werden wir wahrscheinlich demnächst wechseln. Und zum nächsten Standort weiterfahren. Aber wenn das soweit ist, werdet ihr es erfahren. Jetzt genießen wir erstmal hier den Elberadweg weiter. Was hier auch immer schön zu sehen ist an der Elbe, sind die Häuser, die teilweise so Burgen- oder Schlossähnlich gemacht sind, wie hier gegenüber. Gefällt mir. Und direkt vor uns sieht man dort oben schon einen Teil von der Festung Königstein, heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Mal gucken, ob man da hinradeln kann. Oh, ich höre gar keine Geräusche von Marvin. Dann ist das machbar. Und schaut mal, was man hier alles am Wegesrand sitzt. Eine Spitzmaus. Ich hoffe, die erschreckt sich nicht. Und ich hoffe, die ist nicht krank. Wobei, die sieht schon fast aus wie diese Wüstenspringmäuse, ne? So mit diesen riesigen Füßen. Ach, die ist bestimmt krank, sonst wird die nicht so ruhig sitzen bleiben. Oder zahm, weil sie eine ausgesetzt hat. Naja. Sehr schade, aber ich möchte auch nicht drangehen, weil man ja nicht weiß, was da los ist. Aber sie ist sichtlich gestresst von uns. Wir gehen mal wieder. Also Königstein wirkt hier vom Radweg aus echt klasse. Richtig malerisch. Wir haben auch mit dem Wetterglück. Heute soll es so um die 30 Grad werden. Und das reicht definitiv. Toller Anblick, wenn man hier so herradelt. Hier direkt vor uns auf dem Hügel sieht man auch wieder so ein kleines Türmchen. Wird wahrscheinlich auch so ein Wasserspeicher oder ähnliches gewesen sein. So, jetzt nochmal eine schnelle Filmaufnahme, bevor es hier ruppig wird. Wir fahren jetzt hoch auf den Nilienstein. Und da werde ich wahrscheinlich nicht ganz lange filmen können bei dem Untergrund erstmal. Also, abwarten, gleich geht's weiter. Also die Strecke hier hoch, der Radweg zum Nilienstein, ist schon sehr fordernd. Der Marvin ist erst vorgepäst. Aber jetzt schiebt er das Stückchen auch noch. Also langsam aber sicher kommt man hoch.
mit, ja, 5 km/h. Kleinste Gang. Langsam, aber stetig füllt sich der Stein. Oder so ähnlich hieß es. Jo, jetzt sind wir fast oben, nur noch ein paar Meter. Und dort vor uns ist der Lilienstein. Und zur Rechten sieht man nochmal Königstein, die Burg. Jetzt sind wir so auf derselben Höhe ungefähr wie die Burg selber. Jetzt radeln wir eben noch dahin. Aber hochgehen ist, glaube ich, nicht. Aber mal schauen. Ja, hier ist so das erste offizielle Schild Nationalpark Sächsische Schweiz, was wir jetzt so erlebt haben. Auf den Wanderwegen waren hier nur so kleine Holzschildchen. Und ist für mich persönlich schon was Besonderes. Ich finde es immer toll. Vor allen Dingen, wenn man dann den Lilienstein hier so vor sich hat. Und oben sieht man jetzt mittlerweile auch, dass da so eine Plattform wieder ist, wo man rauf kann. Wir gucken mal, wie nah wir mit den Fahrrädern kommen. Und wie der Weg dort beschaffen ist, weil wir jetzt nur so lockere Schlappen mehr oder weniger anhaben und Sneaker, dann ist das auf diesen Kletterstiegen nicht so der Hit. Aber mal sehen. Und außerdem, der Weg ist das Ziel. So, mal eine Frage zwischendurch an euch. Erkennt man es so? Ja. Weiß jemand von euch, was das sein könnte? Das steht so hier mitten unten im Wald. Ich habe es jetzt mal stark rangezoomt. Das sieht aus, als wenn da einer einen Baumstumpf angespitzt hätte. Mit 4 Kronen. Und irgendwas Blutiges dort erledigt hat. Wie so ein Opferstamm oder sonst was. Kann natürlich auch meiner Fantasie jetzt entspringen. Also wenn irgendeiner von euch weiß, was das ist, bitte unbedingt hier unten in die Kommentare schreiben. Interessiert mich schon sehr, was das sein könnte. Ich will da nicht runterstiefeln und mir das anschauen, weil es hier ganz schön runtergeht, aber interessieren würde es mich dennoch sehr. Also, bitte schreiben. Hört ihr hier das Surren der Grillen? Ist richtig schön, das so zu hören. Wie ihr ja gerade sehen könnt, sind wir jetzt nicht auf den Lilienstein. Wir sind den Radweg wieder runtergefahren. Diese 2,1 Kilometer eben. Und fahren jetzt weiter Richtung Kurort Rathen. Den Lilienstein werden wir wahrscheinlich nochmal separat als Wanderung dann angehen. Wir haben ja noch ein paar Tage. Also jetzt hier 3 Kilometer vor Rathen ist hier so ein kleiner Hof. Wo mir der Name gerade wieder nicht einfällt. Weißt du noch, wie es hieß, Marvin? Naja, und da kann man halt hier zelten direkt an der Elbe. Sehr schön gelegen, total ruhig. Und ach, hier steht es nochmal. Hostelherberge und Zeltplatz Ferdinands Homestay. So heißt es. Klasse Ecke. Wie das Ganze preistechnisch aussieht, weiß ich nicht, weil die Tür oben verschlossen ist und keine Preise stehen. Aber absolute Ruhe. Sackgassenlage von der Straße, also wer hier hinfährt, fährt auch nur hin, weil er hier zelten will oder mit dem Rad Richtung Rathen weiter. Was wir jetzt machen werden, und zwar in die Richtung. Also der Weg ist sehr schön hier, aber nichts für zimperliche Trekkingradfahrer. Also es ist schon ein bisschen gröber, wie ihr sehen könnt. Und das ist jetzt das schöne Stück. Da vorne war es wirklich sehr steinig. Also, nur nochmal, um den Weg zu zeigen. Das ist ähnlich wie auf der Radtour mit dem Markt nach Passau, wo wir dann Höhe Eisenach, was war das, der Rennsteig, so hieß das, glaube ich. Habe ich auch so ein bisschen geflucht, glaube ich. Also, das hier ist definitiv für Mountainbiker noch machbar. Ja, runter, garantiert. Aber mit dem Trekkingrad entscheidet selbst, ist das nicht mehr so gut fahrbar. Da würde ich dann doch eher die andere Elbseite bevorzugen. Und werden wir auf dem Rückweg auch nehmen. Was hier im Wald auch schön ist, sind überall diese kleinen privaten Häuser hier oder Hütten. Oberhalb der Elbe. Wunderschön gelegen hier. Ja. Und
Und auch der Waldweg, auch wenn er zwischendurch eher Wanderweg als Radweg ist, ganz toll. Hier ist die Ewald-Grote-Hütte, erbaut im Kriegsjahre 1915, stand an der Seite. Und man hat von dort aus hier eine schöne Übersicht über hier das Elbtal. Bei der Lottersteinhütte. Also dieser Elbsandstein, der da überall so hoch ragt, ist jeden Tag wieder beeindruckend. So, das müsste der Kurort Rathen sein. Hier stand noch kein Schild, aber wir sind jetzt aus dem Wanderweg. Also zwischendurch stand eindeutig, es ist ein Wanderweg, also sind wir die Hornochsen, die vorher nicht aufgepasst haben, aber ist nicht schlimm. Jetzt sind wir durch und genießen gerade hier das Panorama. Vorne die kleine Fähre. Und riesen Parkflächen. Und jetzt gibt es eine kleine Fährfahrt über die Elbe mit der Fähre. Fährt der? Ja, ne? Ja. Bewegt sich schon. Der Zuweg zu dieser Burg da oben war leider gesperrt, wo wir hergehen konnten. Aber das werden wir nochmal nachholen. Die Fährfahrt waren jetzt 3,60 Euro, zwei Personen, zwei Fahrräder. Kann man mitleben. Unterhalb dieser wunderschönen Felsen sind wir vorhin den Wanderweg geradelt. Und jetzt geht es auf dem offiziellen Elbe-Radweg Richtung Königstein. Ja, wir haben jetzt die Tour für heute gleich beendet, kommen so auf gute 30 Kilometer. War ganz schön und wie es weitergeht, werdet ihr im nächsten Video sehen. Macht's gut!